Attacke heißt es wieder mal bei WBs junger Herde live auf Twitch und bei Endless Space 2 mit unserem Schemenchor. Wir werden angegriffen, Leute. Nicht hier, aber hier in unserem Heimatsystem. Dort, wo unsere Halbmonde sind, wo unsere ja, Haupteinwohner des Schemenchors unterwegs sind. Dort haben räudige Piraten es gewagt, hier einzudringen. Die können uns auch sehen, aber wir haben ja Flotten hier vor Ort. Wir könnten die vorsichtigen Verteidiger nutzen zum Angreifen oder wir nutzen unseren Leviathan. Unser Leviathan ist sogar ein bisschen kampfstärker, obwohl er nur ein einziger Schiff ist und kein Held ihm ja, zugefügt werden kann. Kann aber nicht angreifen, weil wir schon angegriffen werden. Wir sind schon im Kampf und deshalb müssen wir den Kampf führen. Und es ist auch unser Leviathan, der kämpft. Ach, diese Piraten. Leute, ich habe mir ja kurz Sorgen gemacht, aber schaut euch mal die Kampfvorschau hier an. Pro forma einmal reingucken. Er ist sogar ganz gut auf lange und mittlere Distanz. Wir sind erst auf kurzer Distanz richtig gut, aber wir sind so viel kampfstärker als er. Da gehe ich jetzt auch. Ach, da gehe ich jetzt tatsächlich auch auf Trophäen sammeln. Wir gucken uns das natürlich an. Jetzt sehen wir mal unseren dicken, mächtigen, muskulösen Leviathan in der Schlacht. Und das ist noch nicht mal mehr ein militärischer Leviathan, sondern eigentlich nur so ein Unterstützer. Wir könnten die ja auch militärisch einsetzen. Jetzt geht's los. Und. Das sind die Piraten, die dieses kleine Schiff angreifen wollen. Boah. Haben die überhaupt eine Chance? Sie laden ihre Schilde. Besser ist das. Vielleicht solltet ihr euch zurückziehen. Und wir greifen an. Boah, sieht das cool aus. Bleibt mal hier. Können wir das drehen mit der freien Kamera? So nicht. So können wir es ein bisschen drehen. Boah, sieht das cool aus. Ja, und es explodiert. Peng! Ups, liebe Piraten, da habt ihr euch wohl etwas übernommen. Kriegen auch ein bisschen was an Ressourcen und Erfahrung, das ist alles ganz toll. So, dann, ja, ihr habt auch den Gegner gesichtet. Ihr wart leider nicht dran, liebe Heimatbeschützer, tut mir sehr leid. Flotten bewegen. Hier kommen die nächsten, die Verstärkung für die Heimatbeschützer dazu. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, hier die Quest zu erfüllen. Wir sollten hier die Ruine erforschen. Das war eine Quest. Ein Teil einer Quest. Haben dort Dust-Ruinen gefunden. Es geht ja auch immer noch um. Es ging nicht um die Dust-Ruine. Es ging um mächtige Militärtechnologie, die wir untersuchen wollten. Einen von zwei haben wir schon von Hiobsbotschaften erforscht. Nächster ist hier. Da müssen wir irgendwie. Ja, wie kommen wir da hin? Mit diesen. Schiff hier, mit dieser Akkordschiff sollte es klappen. Erstmal Richtung Kran noch weiter fliegen. Ihr legt euch bitte erstmal wieder hin. Ich glaube, wir können Imane immer noch nicht neu zuweisen. In 4 Runden erst wieder. Okay, danke. Damit setzen wir aus. Naherkunder hat alles gemacht, was er machen soll. Haben wir hier noch irgendwas zu erkunden in der Nähe? Warum blinkt das hier? Ich weiß nicht, warum es da blinkt. Hier blinkt es auch. Überall blinkt es. Es ist nur unser Naherkunder. Wir wollen nicht zu weit wegfliegen. Dann einmal wieder zurück nach Hause, bitte. Und hier haben wir unseren. Hat er überhaupt Schaden genommen? Ein bisschen Schaden hat er genommen. Den heilen wir mal wieder, unseren Heimatunterstützer und setzen ihn wieder schlafen. Das war's schon.
nächste Runde. Da werden bestimmt Questziele sein. Ja, wir haben so viele Quests, wir müssen die mal alle nacheinander erstmal hier abarbeiten. Momentan sind wir noch bei den Hiobsbotschaften und kriegen noch eine Quest. Neugierige Archäologen berichten dir von einer uralten Sternenrasse namens Nakalim. Übrigens auch eine spielbare Fraktion hier, die vielleicht nicht mehr ganz so alt ist. Die Geschichtsschreibung teilt uns mit, dass sie die Massen im Winterschlaf verharrten, als ihre Zivilisation zusammenbrach, aber es ist wenig über ihre Kultur und Historie bekannt. Bist du bereit, einige Erkundungsschiffe umzuleiten, um einige der Geheimnisse dieser ungewöhnlichen Geschichte zu lüften? Vielleicht gelingt es ihnen sogar, einige ihrer einzigartigen und mächtigen Technologien zu ergründen. Wir müssen zwei Ruinen unterstützen und dann bekommen wir ein Nakalim-Schiff. Ja, warum nicht? Das haben wir gerade vorher schon erforscht, aber das kriegen wir doch hin. Haben auch gar keine Wahl. So. Da ging es jetzt um Isanda, dass wir uns einer Seite anschließen sollten. Wir sollten einen weiteren einzigartigen Planeten erkunden, uns anschließen. Haben das gemacht. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Vereinigungen scheinen vor allem philosophischer Natur zu sein. An einem Ort, an dem auch Gedanken Kontrolle über die Dustkräfte haben, verfügen allerdings auch Philosophien über enorme psychische, physische Kraft. Und die Philosophien der einzigartigen Planeten sind zahlreich. Wir bekommen einen Helden, einen ökologischen Sucher. Den könnten wir auch unserem Forschungschef zuweisen. Der ist allerdings erst Stufe 1, das ist natürlich ein bisschen mies. Drittes Kapitel, uralte Kräfte. Du erfährst mehr von Farblos und den Helden, denen du am meisten vertraust. Sie erklären dir, dass die Verwaltung der Akademie in drei Hauptorganisationen unterteilt ist. Die erste ist bekannt als Respekt und Andenken und wird von einer Mitsari-Frau geführt und kümmert sich um das Studium von Städten der Verlorenen, sowohl an der Akademie als auch überall sonst in der Galaxie, wo man sie findet. Die zweite wird einfach als Einsätze bezeichnet und wird von einem sehr Helden angeführt. Sie kümmern sich um die alltägliche Organisation des Akademiekomplexes und der damit verbundenen Fabriken, Farmen, Flotten, Handelsimperien und Botschaften. Die dritte, bekannt als Integrität, ist der militärische Zweig der Akademie und verfügt über die kleinste, aber bei weitem gefährlichste militärische Organisation der gesamten Galaxie. Ihr Rat ist einstimmig. Große Veränderungen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Krieg stehen der Galaxie der Endless bevor. Oh, wir wollen doch Frieden bringen. Einige geben Isiandas Obsession mit den Verlorenen die Schuld daran, andere wiederum sehen die Risiken und das Chaos, das die abtrünnigen Helden gesät haben, in der Verantwortung. Um zu obsiegen oder auch nur zu überleben, musst du dein Volk und dein Imperium mit fester Hand unter Kontrolle halten. Das erste können wir gar nicht machen. Da müssten wir Theona kolonisiert haben. Schade. Sorgfalt geht nicht. Aber wir können Mysteriös oder die Endless nehmen. Ach, da geht es darum, welche der Planeten man... Sahar und Weil sind Planeten, die von den Wissenschaftlern missverstanden werden. Mehr Forschungsarbeit und mehr Forscher werden vonnöten sein, um ihren Mysterien auf den Grund zu gehen. Da brauchen wir mehr Einwohner, das kriegen wir schnell hin. Bekommen einen Schrottintegrator, der uns eigentlich nichts bringt. Die Endless... Um den Mysterien der Endless auf den Grund zu gehen, werden wir eine höher entwickelte Technologie, Kultur und Gesellschaft brauchen. Erreiche mindestens Stufe 3 mit deinem Heimatsystem, das sollten wir auch schaffen können. Und dann bekämen wir Siegesduft. Da bekommen wir 50% Moralboni.
Das könnten wir schon eher gebrauchen als vorher. Die Frage ist, wann bekommen wir Stufe 3? Gucken wir uns mal an. Ach, ihr vorsichtigen Verteidiger. Heimatunterstützer auch, Flotte gesichtet. Was ist denn los mit euch? Also, Stufe 3. Wann schalten wir das Ganze frei? Hier. Da müssen wir noch vier Technologien hier auf der Seite erforschen. Das wird aber länger dauern. Wir könnten mal Handelsbeziehungen auch machen, wäre auch mal wichtig. Das dauert sehr lange. Also vier weitere Technologien. Zwei haben wir jetzt eingestellt, 12 Runden. Die haben wir nicht gesagt, ist nicht ganz so wichtig. Was meint ihr, Leute? Was wollen wir eher machen? Sind wir mysteriös oder sind wir die Endless? Wollen wir Siegesduft schnuppern? Und ein Moralboni vielleicht auf den Heldenschiffen einsetzen, wo wir Kampfflotten haben? Kann ich mir vorstellen. Oder wollen wir sagen, ja, wir wollen einfach weitergehen schnell mit der Geschichte. Den Schrottintegrator werden wir wahrscheinlich nicht wirklich einsetzen. Also, naja, was heißt nicht einsetzen? Repariert die Flotte nach jeder Gefechtsphase. Um 5%. Kann man machen. Wir nehmen mal den Schrottintegrator, Leute. Wir sagen, wir sind mysteriös. Habe 29 Einwohner, die wir haben sollen, gehen mal dahin. Ja, jetzt haben wir diesen neuen Helden, Epistes-Helden, uns geholt. Und der hat jetzt auch Stufe 5. Damit können wir den ja doch ganz gut einsetzen. Dann warten wir mal nicht auf die andere Heldin hier, sondern sagen hier. Du, hergestellt in 2091, bist jetzt der Anführer der Flotte. Und wir gucken uns mal dein Schiff an. So darf ich das nicht machen. Einmal Schiff angucken und es ist ein Erkundor. Also wir wollen viel machen für Erkundung. Er scheint eher so auf Kampf spezialisiert zu sein. Machen das auch mal. Warum geht das nicht? Nanu, was ist denn hier los? Warum geht das nicht? Jetzt? Jetzt kommen die alle raus. Okay. Verteidigung. Alles veraltet hier einmal so. Na, was ist denn das? Der will nicht. Guck mal. Oh, was ist denn das jetzt hier für ein Bug? Und einmal Schilde bitte. Vielleicht darf ich das nicht so schnell machen. So, dann haben wir drei Unterstützungs. Wir können einmal 7 Bewegungspunkte. Einmal, dass wir mehr haben. Alle. Mit unserem Bussard. Kollektor und noch eine Sonde. Mehr als Erkunder könnte sinnvoll sein. Wir können aber insgesamt der Flotte vielleicht noch einen Bewegungspunkt mehr geben. Vielleicht so. Haben wir 11 Bewegungspunkte. Wie viele hatten wir denn nochmal in dem Naherkunder? Da hatten wir mehr, ne? Fernerkunder. Damit würden wir die Flotte ausbremsen. Wir machen es mal so. Na, was ist denn hier los? Das war doch eben nicht so blöd. 14. Wir machen es mal so. Dann müssen wir Fertigkeiten verteilen. Jetzt für die Erforschung. Erstmal wieder mein Klassiker für die Erfahrung. Dann. Ja, Sichtweite ist gut. Durchschlagkraft brauchen wir nicht. Sichtweite könnte man machen.
Sondenbestand, das wäre auch noch interessant. Ach, mehr können wir gar nicht machen. Wir machen mal das so. Dann, als nächstes könnte ich mir was als nächstes vorstellen. Persönliche Miliz brauchen wir nicht. Wahrscheinlich das Trainingsprogramm für Sternenreisende. Den Rest brauchen wir nicht. Okay. Also. Ihr seid jetzt hier vor Ort. Mit Akkord. Akkord 3. Nochmal kurz schauen, wie viele Bewegungspunkte hattet ihr. Auch 11. Ja, dann passt das ja. Dann haben wir das ganz gut aneinander angepasst. Und ihr wollt jetzt in diese Richtung hier weiter erkunden. Wie schnell kannst du da sein? Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell diese Flotte fliegt. Gar nicht so schlecht. Ihr seid in 3 Runden da für die Distanz. Geht ganz gut. Insgesamt hat der Held nur 14. Das ist, glaube ich, auch okay. Auf Elektra haben wir wieder Schemenchor uns geholt. Das ist auch ganz gut. Dann können wir uns nämlich hier wieder neue Schläfer holen. Ich gönne uns mal 2 Schläfer bei denen. Denn wir sind auch hier leider wieder runtergefallen. Die Horatio haben unsere Schläfer aufgespürt und offensichtlich eliminiert. Ich hoffe, das Hacking ist bald da. Wann sind wir denn hier mal auf Cancer? Das dauert ja Ewigkeiten. Können wir hier nicht mal irgendwas beschleunigen? Leute, wir brauchen einen Beschleuniger hier. Komm, einmal Beschleuniger hier. Noch dauert das 8 Runden. 7 Runden. Noch ein Beschleuniger hierhin. Auch wir haben noch eine freie Hacking-Operation, die nutzen wir gar nicht. Hier kann es durchaus passieren, dadurch, dass die das jetzt hier besiedelt haben, dass die anfangen, uns zurückzuverfolgen. Das wäre unschön. Können wir irgendwas Huckepack machen? Bin ich mir nicht sicher. Verschlüsseln. Genos vielleicht mit Hacken? Ergibt das Sinn, Genos zu hacken? Ist hier schon jemand vor Ort? Wahrscheinlich. Gucken wir uns gleich nochmal an bei den Helden Aragin. Ich will einmal kurz das Hacking noch weitermachen. Nach Genos vielleicht einfach nur. Dass wir da vielleicht auch eine Hintertür oder so hinpacken. Ja, moin auch nochmal zurück. Nochmal kurz vergleichen. Also wir haben gesagt, Akkord ist mit 11 Bewegungspunkten unterwegs. Dann nochmal beim Helden reinschauen. Wir bräuchten also mindestens 11 Bewegungspunkte. Haben 14, das wäre zu viel. Kriegen wir das hin, wenn wir einen austauschen? Ach, jetzt ist das hier wieder... ist der Held nicht da. Aber vielleicht wäre das sinnvoll. Also wir fliegen ja hier gerade hier irgendwie rein. Wenn wir es hier schaffen, eine Hintertür zu etablieren, hilft uns das noch nicht so viel. Refugium würde uns dann mehr helfen. Wenn wir die Bewegung abbrechen, können wir noch einmal irgendwo zurückfliegen nach Ruckbad. Wie lange würde das dauern? Komm, wir fliegen, machen einmal eine kurze Kehrtwende in Ruckbad, gucken uns das nochmal an mit dem Heldenschiff und fliegen dann weiter. Das Ding ist abgeschlossen. Ah, wir sollten ja eine getarnte Flotte nach Elektra schicken. Erinnert euch, bekommen jetzt das Paradies des Einflussnehmers, womit wir uns noch mehr Einflusspunkte sammeln könnten. Der Endless Balzer Rach ist ein wahres Genie. Sein Geist steckt voller Ideen und Mitgefühl und vor allem voller Geschichte. Schon ironisch, dass ich in ein paar Tagen mit Balzer mehr über die Endless gelernt habe, als in meinem ganzen Leben der Studien und Förmigkeit bei den Pilgern. Jetzt müssen wir den letzten Schritt tun, damit der Chor endlich ein wahres Volk werden kann. Sagt unsere Imane.
das letzte Kapitel. Hauptkapitel von unseren Schemenkurs gestartet. Eine Galaxie voller Sterne ist größer als die einzelne Sonne derselben Leuchtkraft, nicht wahr? Mannigfaltigkeit ist vielleicht kein Garant für Frieden, vielleicht sogar das Gegenteil, aber ist sie nicht die einzige Möglichkeit, etwas zu erreichen, das uns wirklich wertvoll ist? Ohne die anderen gäbe es keine Kunst, keine Liebe und schließlich keine Erneuerung von Leben. Ein Wunsch nach Vollständigkeit ist ein Wunsch nach Stagnation, Tod, ewiger Dunkelheit. Zumindest wurde mir das klar, als ich alleine in den Tiefen des Weltalls war. Belzer hat herausgefunden, was der Schemenkorps tun muss, um zu einer Vielheit zu werden. Die Galaxie wird eine grandiose Kreatur verlieren, aber sie wird unendlich viele hinzugewinnen. Ich trage dazu meinen Teil bei. Belzer braucht Dust und Handel wird der Motor sein, der den Schemenkorps auf die Individualität vorbereitet. Jetzt wollen wir von diesem kollektiven Gedanken zu Individuen gehen. Wir brauchen Handelsrouten, okay. Bekämen Bandbreiteninterferometrie. Würden damit noch mehr Möglichkeiten haben zum Hacken. Okay, Handelsrouten. Apropos Handelsrouten, haben wir die schon eingestellt, die Handelsrouten. Die können wir dann hier bauen. In 9 Runden. Okay. Gut. Dass dieser Epistis sich uns angeschlossen hat, wissen wir schon, wer ist da eigentlich? Von dem Moment, in dem der Code Leben in sein Silikongehirn gebracht und Impulse durch sein bewegliches Chassis gesendet hat, errichtete Epistis 20910 sich als ein ausgesprochen göttliches Gefäß. Das erste, was der Roboter sah, als er seine mechanischen Augen öffnete, war eine Gravur auf seinem Unterarmgelenk. Hergestellt in. Er dachte, es handele sich um einen Namen mit besonderer Bedeutung und so übte Epistis 20910 seine Aufgaben als Bewahrer und Verwerter mit noch mehr Hingabe aus als seine Geschwister. Als ein vom Pech verfolgter Plünderer auf der Welt von Epistis 20910 landete, entledigte sich dieser kurzerhand des Eindringlings und bemächtigte sich des Schiffs. Er brannte vor Neugier und wollte erfahren, woher der Fremde gekommen war, und so zog Epistis 20910 aus, um den Weltraum zu entdecken. Oh, das ist eine niedliche Geschichte. Die gefällt mir. Die finde ich tatsächlich mal ganz, ganz nett. Überhaupt finde ich Geschichten ganz, ganz toll. Also, du bist da. Danke. Ihr und eure Gegner, die ihr gesichtet habt, habt ihr hier. Ihr habt ja tatsächlich Gegner geschickt. Ein Wanderfalke ist unser Heimatsystem. Das finde ich nicht gut. Die haben hier nichts zu suchen, Leute. Seht ihr das nicht auch? Das irgendwann ist ja mal gut. Also, was wollen die hier bei uns zu Hause? Sind wir eigentlich entdeckt? Unser System selbst ist unentdeckt. Also, sie wissen noch nicht, dass wir hier sind. Es juckt mir ja in den Fingern zu sagen, nee, bis hier noch nicht weiter. Wir gucken nochmal in unsere Beziehung rein. We have one word for to die stabbing each other. Ja. Know that I'd like this word. Ich finde, die müssen hier. Es tut mir leid. Können wir sie überhaupt angreifen? Ich glaube, wir haben noch so einen Waffenstillstand, ne? Wir können sie gar nicht angreifen. Bitter. Alle Gedankenspiele. Gerade für nichts. Dann passiert nichts. Bei den Piraten ist auch nichts passiert, wenn wir in unserem System kämpfen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass dann auch nichts passiert. Hier ist unser Forschungsschiff leider noch nicht verbessert. Und auch nicht mit einem Helden. Ziehen aber auch trotzdem mal tapfer weiter. Wir haben ja hier noch da eine Anomalie zu erforschen.
Hier kommen uns Piraten entgegen. Okay. Hier oben alles gut. Wann ist die nächste Wahl in 10 Runden? Die Pazifisten, interessanterweise ja nicht im Senat vertreten. Ihr seht es hier als große Partei. Also, sie sind schon im Senat, aber gelten nicht als große Partei. Ganz spannend. Gewinnen jetzt mehr als Macht. Die Wissenschaftler gehen etwas zurück. Die Gläubigen haben viel an Macht gewonnen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Eine Runde weiter. Sie sehen unsere Flotte nicht, also weil noch sind wir ja getarnt. Sie wissen nicht, dass wir auch hier sind. Wir haben ein neues Ereignis. Fortschritt. Die neue industrielle Bewegung in GNY53 bereitet dir mehr Probleme, als dir lieb ist. Offenbar stehen einige politische Organisationen einer Bürgerbewegung an, die das Alte niederreißen, also wertvolle kulturelle Monumente und unbezahlbare Artefakte zerstören möchten, um eine neue industrielle Ära einzuläuten. Wenn du das weiter zulässt, werden das intellektuelle Leben und sämtliche Innovationen in GNY zum Erliegen kommen. Auf Jahrzehnte zum Erliegen kommen. Dennoch wirkt die fast schon fanatische Energie dieser Bewegung Wunder für die Industrie des Systems. Wie entscheidest du dich? Also wir könnten sie aufhalten oder sie ignorieren. Ja, wie würde unser Schemcode darauf reagieren? Also wir wollen ja eigentlich das bewahren, was ist. Wir sind ja eigentlich, die sagen, hey, Friede, nicht so viel Gewalt anwenden. Ich glaube, wir würden sie aufhalten wollen. Ich glaube, wir sagen das hier. Wir sagen, die Bewegung ist lächerlich und muss aufgehalten werden. Es wäre eine unglaubliche Verschwendung, wenn du den Leuten erlauben würdest, die Lektionen der Geschichte so unachtsam beiseite zu werfen. Und die Quest ist jetzt abgeschlossen mit Was ist das? Ah. Das ist ja lange her. Genau, was ist das? Da war mal was. Wir als Schimko haben wir gesagt, dass wir uns auf Helden konzentrieren als auf die Akademie selbst. Und jetzt haben wir 3 Helden in Flotten. Der Schimmenchor ist nicht nur extrem beeindruckt von der Vorstellung, er konzentriert seine Aufmerksamkeit jetzt sogar darauf, wie dastverstärkte Personen auf die Lehre des Tiefraums reagieren. Und ohne auf deine Genehmigung zu warten, hat er damit begonnen, dieses Phänomen zu studieren. Okay, da haben wir als Schemenchor so ein bisschen ja, uns überlegt, was ist das alles hier überhaupt? Dust, Leute, wie hängt das alles miteinander zusammen? Und jetzt bekommen wir 5 Forschung pro Runde für Befehlspunkte in Flotten, die von Helden befehligt wurden. Danke. Feel free to anger us. Feel free also to suffer Tornazis wrath. Ihr kompromissloses Streben danach, die gesamte Galaxie unter ihre Fuchtel zu bekommen, endet hier. Wen sitzt er uns noch? Sie haben keine Tribute von uns bekommen, das stimmt. Wir kennen unseren Platz in der Galaxie und wir sind stärker als sie. Naja, sei mal nicht so aggro. Elektra hat wieder Schemenchor, 2 sogar dazu bekommen. Dann können wir uns hier nochmal einen Schläfer gönnen. Jetzt haben wir hier 4 Schläfer, das ist gut. Und haben wir damit möglicherweise die Stufe 5 erreicht? Sehr schön, damit bekommen wir ein paar Erträge immerhin von ihm. Viel ist es nicht. Also wenn das jetzt 10% sind, dann erwirtschaftet er gerade mal 28 Dust in der Runde. Wir 440. Der ist ja fast pleite. So. Ganz viele Schiffe bewegen sich. Erstmal unser Forschungsschiff, weil wir gesagt haben, wir wollten hier nochmal gucken mit dem Akkord. Das hat ja 11 Bewegungspunkte, ob wir unser Heldenschiff hier nicht nochmal, entschuldigt,
anpassen können diesbezüglich. Und dann 14, vielleicht würde das auch so reichen. 10. 10, aber ich glaube, der bekommt dazu auch noch ein 11. Tja, reicht das jetzt? Ich bin jetzt unsicher. Die andere Flotte hat 11. Die hat ebenfalls den Bussard-Kollektor an Bord. Das heißt, die Bewegungslänge pro Bewegungspunkt sind bei beiden Schiffen identisch. Oder bei allen Schiffen. Wir bekommen hier insgesamt einen Bewegungspunkt mehr. Damit wäre das Schiff auch auf 11, das andere auf 12. Das heißt, die anderen würden auf uns warten. Also wie wir es machen, ist es eigentlich egal. Oder ist es sogar schlechter? Lass es mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich eine Verbesserung war. Wir haben wieder 11 Bewegungspunkte. Wie vor auch, danke. Jetzt aber rüber hier. So. Oh, jetzt haben wir hier ganz viel. Jetzt sind unsere vorsichtigen Verteidiger. Die sollen schlafen, schlafen. Unsere erste Flotte ist hier angekommen. Wir könnten die Piraten auch mal belagern. Lohnt sich das? Wir warten hier einfach mal ab. Hier sind wir in Gano angekommen. Hier gibt es Amiantoid. Dieses Material ist vergleichbar mit Asbest, da es eine Form von Silikat ist, mit dem man die Widerstandskraft von Gebäuden verbessert. Es gibt eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie und beim Militär, da es die Haltbarkeit von Gebäuden und Truppen verbessert. Okay, eher nicht so unser Ding. Haben wir hier Kuriositäten? Wir gehen da mal reingucken. Ja, war wie gehupft, wie gesprungen, ne? Mit den Bewegungspunkten. 11 vorher, 11 jetzt. Egal. Wir haben es versucht. Okay, alles bereits gut erkundet. Wie kommen wir hier unten am besten weiterhin? Ich gehe mal hier in diese Richtung. Wir wollen ja ganz schnell diese gefährliche Technologie der Endless mit der Hiobsbotschaft. Die wollen wir ja ganz schnell sichern. Hier gibt es Tire, okay. Amiantoid haben wir schon kennengelernt. Haben wir uns angeschaut. Ah ja, und hier oben wollen wir ja die vorsichtigen Verteidiger. Außer die Heimatunterstützer. Wollen wir ja gruppieren. Haben wir hier alle drin? Landung soll mit dabei sein. Wir sagen mal gruppieren. Das hat jetzt geklappt, ne? Und jetzt haben wir hier so viele Schiffe, dass wenn wir hier nochmal mit unseren Verteidigern kämpfen würden, weil wir so viele Schiffe haben, könnten wir von diesen Kampftaktiken schon auf diesen verschiedenen Linien fahren. Gucken wir uns mal beim Kampf an, wenn wir mal die nächste Gelegenheit dazu haben. Dann wird das nämlich auch ein bisschen knobeliger, wie man seine Schiffe einsetzen kann. Einmal im Blick auf den Punktestand, wir machen uns ganz gut. Von, wenn ich das so richtig sehe, wären wir in... Ja, wir haben ja auf Platz Nummer 2 sogar. Alle sind bereit, außer zwei KI-Gegner, die gerade im Gespräch miteinander sind. Also, wir sind hier irgendwie gerade am Spielen und am Machen und am Tun und die schnacken hier eine Runde. Ist ja eine Frechheit. So. Da ist sie, die Titan-Galvanik ist da. Da man nun weiß, wie man komplexe, sich stets verändernde Ströme durch Titan-Wafer leiten kann, wurde eine neuartige Technologie ermöglicht, mittels derer Repulsivfelder über der Oberfläche des Metalls erzeugt werden.
Wir haben jetzt eine bessere Tarnstufe. Wir haben ganz viele Kampftaktiken. Die müssen wir uns nochmal genauer angucken, ob wir die haben wollen. Eine bessere Panzerung. Ja, die können wir vielleicht sogar einsetzen. Mal gucken. Und wir hätten Adamantian Recycler. Da wir aber noch kein Einkommen haben von Adamantian, eher schwierig. Es ist auch nur ein Hilfsmodul. Wir bekommen ein bisschen Dust. Mal gucken, was wir machen. Neuralrobotik als nächstes, damit wir Adamantian abbauen können. Und noch ein bisschen mehr die Industrie pushen können. Ich bin besonders gespannt, ob wir hier mit dem Kampftaktik-Set uns das ein bisschen, ja, vielleicht noch mal ein paar mehr Karten in die Hand legen können. Wäre doch eine nette Idee für unsere Schlachten für den Frieden im Universum.